Hallo bei Supportnet News, mein Name ist Jakob und heute geht es um Facebook, das ja seinen Börsengang angekündigt hat. Beginnen wollen wir aber mal mit diesen schönen Fotos aus der Facebook-Zentrale, die der Standard aufgetan hat. Wir sehen also, es geht bei Facebook ziemlich bunt zu. Hat auch alles so ein bisschen immer noch Garagenatmosphäre. Darf natürlich der Zuckerberg Graffiti nicht fehlen. Sehr schön finde ich auch hier das Superman-Kostüm, was für jedermann bereithängt. Das könnte also durchaus Spaß machen, bei Facebook zu arbeiten. Jedenfalls legen das hier diese Fotos nahe. Hier gibt es auch noch eine analoge Facebook-Wall. Jetzt aber mal zum Geschäftlichen. Facebook hat im Börsenprospekt auch Zahlen offengelegt. Und es gibt ja gut 800 Millionen aktive User derzeit. Und davon sind mehr als die Hälfte täglich aktiv auf Facebook. Das sind also ganz beeindruckende Zahlen. Knapp 500 Millionen tägliche User. Da kommen nicht viele andere Webdienste mit. Alleine 12% der Einnahmen im letzten Jahr kamen von der Spieleschmiede Zynga. Mark Zuckerberg selbst hat 1,5 Millionen Dollar letztes Jahr verdient, während die Aufsichtsratschefin Sheryl Sandberg 30 Millionen sich hat auszahlen lassen. Knapp 1 Million Dollar sind ausgegeben worden für Charterjets, die angeblich Teil des Security-Programms sind. Es wurden allein im letzten Jahr wieder 56 Patente ausgestellt und 503 Anträge gestellt. Da sieht man also, dass sich Facebook auch schon für künftige Patentkriege wehrt. Jeden Tag werden mehr als 250 Millionen Fotos hochgeladen und insgesamt speichert Facebook jetzt mehr als 100 Petabytes. Das muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Mark Zuckerberg hat sich auch in einem persönlichen Brief an die Investoren gerichtet. Dort behauptet er, dass es Facebook ja nicht darum ginge, Geld zu verdienen, zuallererst, sondern dass Geld nur verdient würde, um die Services besser zu machen. Mich hat auch überrascht, dass sich Mark Zuckerberg in diesem Brief für Hackerkultur ausspricht. The Hackaway nennt er diesen Abschnitt und dort schreibt er, dass die Hackerphilosophie halt dazu führt, dass schnell Innovationen umgesetzt werden können und dass aus seiner Sicht Hackertum viel zu oft mit Kriminellen gleichgesetzt wird. Er verweist auch auf die Hackerwettbewerbe, die Facebook ganz regelmäßig veranstaltet. Zur deutschen Front in Sachen Facebook. Hier sind ja ungefähr hierzulande 23 Millionen Menschen derzeit Facebook-Mitglieder. Das ist ja auch schon ein Drittel rund der erwachsenen deutschen Bevölkerung. Und jetzt hat Facebook hier seinen Cheflobbyisten in Berlin ernannt. Das ist der Herr Bender, der früher bei E-Plus unterwegs war. Da in Deutschland gibt es ja immer wieder Bedenken in Sachen Datenschutz und Facebook. Da wird er also bestimmt versuchen, hierzulande günstige Regelungen für Facebook herauszuschlagen. Ein ganz konkretes Beispiel, worum es auch gehen könnte, ist das ZDF durch die neue Timeline bei Facebook, wo demnächst auch Werbung innerhalb der Posts geschaltet wird. Da sieht das ZDF ein großes Problem, denn es soll sich ja eigentlich werbefrei präsentieren. Bisher hatten sie wohl eine Sondervereinbarung mit Facebook, dass halt auf dem Webauftritt von ZDF keine Werbung geschaltet wurde. Jetzt will Facebook dafür aber Geld haben. Das ZDF möchte das nicht bezahlen. Wir sehen also eine ganze Menge Neuigkeiten rund um Facebook. Die werden uns bestimmt auch in der Zukunft nicht verlassen. Wir werden das weiter verfolgen. Und deswegen bis zum nächsten Mal bei Supportnet News. Tschüss.